Das Kurhaus, das Casino und das Hessische Staatstheater kennt ihr bestimmt alle. Aber wie weit deren Geschichte wirklich zurückreicht, das erfahrt ihr jetzt. Das Kurhaus wurde zwischen 1905 und 1907 gebaut und gilt als Meisterwerk des Neoklassizismus. Kaiser Wilhelm II. Weihte den Bau persönlich ein. Aber es war nicht das erste Kurhaus der Stadt. Schon 1810 wurde an gleicher Stelle das alte Kurhaus eröffnet. Das wurde mit der Zeit aber zu klein, sodass das Kurhaus, das wir heute kennen, gebaut wurde. Wusstet ihr, dass Wiesbaden auch eine der ältesten Spielbanken Deutschlands beherbergt? Die wurde nämlich bereits 1771 gegründet und zog 1810 in das alte Kurhaus ein. Im Deutschen Reich wurde das Glücksspiel dann allerdings verboten und das Casino musste schließen. Nach dem Zweiten Weltkrieg begann das große Spiel ums Geld dann wieder. Seit den 1950er Jahren befindet sich die Spielbank im Kurhaus. Direkt neben dem Kurhaus steht das Hessische Staatstheater. Das wurde 1894 eröffnet. Auch hier hatte Kaiser Wilhelm II. Wieder seine Hände im Spiel. Das Theater sieht aber heute nicht mehr ganz so aus wie damals. Ein Brand zerstörte 1923 die Kuppel und im Zweiten Weltkrieg wurde die Nordseite schwer beschädigt. Hättet ihr gedacht, dass die Geschichte so weit zurückreicht? Und was verbindet ihr denn heute mit den drei Orten? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.